Egal ob Spinne, Mörder oder Dieb. Egal ob in den Mauern Janams oder in den Tiefen Lordrans. Seelen wandern durch die Welten, unweigerlich miteinander verbunden. Einer dieser verlorenen Seelen ist ein hinterhältiger und bösartiger Mann, der sich in den Schatten seiner Zeit versteckt. Ich bin Sera und heute sprechen wir über den treuen Patches, der hasserfüllte Bewohner der Katakomben. Über Patches ist nicht viel bekannt und sowohl seine Herkunft als auch sein wahres Ziel gingen mit der Zeit verloren. Jedoch lässt seine Diebesausrüstung sowie sein Adlerschild und geflügelter Speer vermuten, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Das erste Mal treffen wir unseren treuen Freund in den Katakomben unter dem Feuerwandschrein. Von einer erhöhten Position aus überblickt er die zerfallenen Säulen und Gänge. Sollte man mit ihm sprechen, warnt er uns über die Tücken dieser Schlucht, gefolgt von denkwürdigem Gelächter. Ebenfalls fragt er uns, ob wir ein Kleriker wären, was im Moment aber nicht relevant ist. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No? Well, that's strange. Oh, I know what it is. You've come for the trinkets, haven't you? Well, whatever it is. This place is treacherous. Do you watch your step? Egal, ob man vorher mit ihm sprach oder nicht, so bedient er einen Hebel in seinem Versteck, um den Soul Sky von einer Brücke zu werfen. Er überhäuft uns mit hohlen Entschuldigungen, falls man ihm bereits begegnet ist, und gibt uns eine Menschlichkeit als Entschädigung für diesen Unfall. I slipped and flipped that lever, you see. It didn't cause you any trouble, by chance. Are you certain? Well, that's a fine shame. I'm truly sorry. Really? But wait now. You didn't actually fall down then. Well, why didn't you tell me sooner? All's well that ends well. Everybody makes mistakes. I'm not above it all, I swear. I'm Trusty Patches, the one and only. I know. This should make up for it. We're on the same side. Undead outcasts. Fantastic, isn't it? Ansonsten spielt er jedoch dumm, um als unschuldig durchzugehen. Huh? Oh, how are you then? I sort of lost my way, yes. But when I came here, I didn't touch any levers. No, not me. Very peculiar, isn't it? Wait, did something happen to you? Hey, don't look at me like that. I'm Trusty Patches, the one and only. Everything's good with us, eh? Oh, come on. Take it. We'll be wonderful friends. Ein weiteres Mal begegnen wir ihnen noch tiefer unten, im Grabmal der Riesen. Dort fragt er uns erneut, ob wir ein Kleriker seien. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Yes, I guessed as much. Well, here's a tip. There's a stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that, praying and whatnot. I'll give you first pick. Well, go on, have a look. It'll shimmer you blind. Patches scheint einen unglaublichen Hass auf Kleriker zu haben und tritt uns hasserfüllt eine Klippe hinunter, sollte man ein Kleriker sein. Oder einfach so, sollte man ihm verneinen. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No? Really? Then I'd have no qualms.
This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. Rhea und ihre Kohorte wurden bereits von ihm ausgetrickst und zum Sterben in der Schlucht zurückgelassen, sodass er sie später ausrauben kann. Vince und Nico were fooled by a lout named Patches and turned into hollows. My prayers did them no good. It is my ignorance, my frailty that has sealed their fates. Perhaps Patches realized my weakness all along and thus made the decision to abandon me. I can hardly blame him now. Then be safe. Ein weiteres Gespräch mit Patches richtet sich danach, wie man ihm geantwortet hat. Einen Kleriker greift er ohne zu zögern an, was uns eine gestohlene Kleriker-Axt und 4 Menschlichkeiten beschert. Blimey! How did you... You weren't supposed to survive that. No matter. I'll settle this once and for all. You lousy self-righteous cleric. Ansonsten fängt er an, den Soulslayer anzubetteln und gibt ihm sogar eine Menschlichkeit als Entschädigung. Oh, you, I, well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're... Jolly undead outcasts, aren't we? Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But, if I were in your shoes... Ooh. Who knows what I'd have done. But now we're friends again. Eh? Sollte man sich Patches nicht zum Feind gemacht haben, lässt er sich am Feuerbandschrein finden, wo er einem wichtige Informationen zu den anderen Besuchern des Schreins zukommen lässt. Oh, we meet again. How many of you are there? You've come at the perfect time. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures have I. At a special price for you. There you are. Have a nice look at them. Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. Yeah, have you met that sunbathing Solaire? Believe me on this one, bruv. He's a complete idiot. But he happens to be an awfully strong idiot. So just nod your head and keep him on your side. Wait, have you met Petrus? That self-proclaimed cleric? Believe me on this one, bruv. The man is scum. Don't you be fooled by his claims to do good. They're all the same, those rotten clerics. Boy, have you met Lautrec the Embraced? Believe me on this one, bruv. He's completely mad. He wouldn't think twice about cutting somebody down. So watch out for him. Especially if you've humanity to spare. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures have I, at a special price for you. Er scheint jeden Einzelnen persönlich zu kennen und spricht deutliche und sogar hilfreiche Warnungen aus. Ebenfalls verkauft er uns nun sein geplündertes Gut, sowie die Ausrüstung der Kleriker, die ihm in den Tiefen des Grabes zum Opfer fielen. Patches, wie er genannt wird, ist alles andere als treu und ein gefährlicher Wahnsinniger in einem Ozean aus Untoten. Jedoch kann auch er uns in unseren Aufgaben voranbringen, ob er es nun will oder nicht. Well, where have you been? I'm glad to see you're safe.
Have you heard of Trusty Patches? If ever a man has rubbed me up the wrong way, if he ever comes around again, I swear I'll have his hide.